Tachchen Leute und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Heroes of the Storm Brawl und heute geht es im Bloodlust Brawl zur Sache. Heroes do get out in Dragonshire while Bloodlust is cast on them at random. Embrace your anger. Da kann man sich nochmal die Regeln angucken und sieht, dass es die ganz normale Dragonshire Map ist. Also mit dem Drachen oben, Drachen unten, Drachen in der Mitte holen und regelmäßigen Abständen wird auf zwei Random Heroes auf jeder Seite einmal Bloodlust gecastet. Mit erhöhtem Movement Speed, erhöhtem Attack Speed. Dann gibt es einen Shuffle Pick, also ihr könnt euch keinen Helden aussuchen, sondern du hast einen von drei, wie so üblich. Und ansonsten gibt es noch Sonderinfos, denn der Drachenkrieger ist immer unter dem Effekt von Bloodlust. Und es gibt die kleine Möglichkeit, dass alle Helden von Bloodlust betroffen werden. Ja? Von allen. Alle am Ausrasten. Alle am Eskalieren. Und nach 17 Minuten ist das auch der Fall. Also nach 17 Minuten geht jeder in Bloodlust und dann ist Ende Gelände. Natürlich bedeutet das für diesen Brawl, dass ich höchstwahrscheinlich einen Helden picken möchte, bei dem dann die Bloodlust-Funktion möglichst effektiv ist. Sprich Auto-Attackers, die durch diese erhöhte Angriffsgeschwindigkeit dramatisch profitieren, während Caster wie zum Beispiel eine Jaina oder eine Li Ming, die profitieren von den erhöhten Auto-Attack-Raten nicht so wirklich. Deshalb Auto-Attackers, Auto-Attackers, Auto-Attackers. Ich bin Tank, Mura, Diablo oder Anubarak. Diablo ist eigentlich der Held von den dreien, der am härtesten zuschlägt und deshalb höchstwahrscheinlich am meisten von Bloodlust profitiert, aber ich persönlich kann Diablo nicht wirklich gut. Ich habe Muradin schon sehr, sehr häufig gespielt und Muradin ist eigentlich nie ein verkehrter Pick, der geht eigentlich immer und dann haben wir auch ein ganz gutes Team. Zwei Tanks, zwei Auto-Attackers und ein Brightwing, das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut und ich bin gespannt, wie es beim gegnerischen Team aussieht. Oh. Ah, ne Walla. Yeah. Oh. Ah. Ne Walla im gegnerischen Team ist natürlich echt eklig. Ich glaube, Block ist tatsächlich. Battle commencing in 10 seconds. Block ist, glaube ich, tatsächlich jetzt die richtige Wahl. Block erhöht nämlich meine Überlebensfähigkeit gegen Auto-Attackers ganz dramatisch. Und damit Bloodlust hier immer mal abgegangen wird, glaube ich, dass das durchaus sinnvoll ist. Aber lasst euch nicht täuschen. Ihr spielt hier eine relativ normale Runde Heroes of the Storm, in der größtenteils, wow, ganz normales Teamplay erfordert wird. Ja? Und der einzige Unterschied ist halt, dass ab und zu mal ein bisschen Bloodlust kommt. Und das ist alles. Also macht nicht den Fehler und werdet hier komplett creepy. Ja. Oh, da haben wir zum Beispiel eine Walla und Bloodlust. Das empfindet Grummel als sehr, sehr schlecht. Kann ich aber leider nicht viel gegen tun. So, Samuro soakt oben die Lane, das ist gut. Ah, oh, Mist. Puh, der war close. Wir brauchen jemanden, der unten die Lane soakt. Das mache ich jetzt mal einfach. Weil kein anderer da ist, der es machen kann. Oh, jetzt habe ich Bloodlust. Aber er auch. Na gut. Bei Samuro ist es leider extrem schwer zu erkennen, was ist der richtige Samuro und was ist der Billig-Samuro. Ja, in dem Fall, wo nur einer da steht, ist es relativ easy. Aber ansonsten ist das halt echt mega schwer zu erkennen. Oh. Diablo hat es leider erwischt. Ich müsste halt eigentlich mal geswappt werden. Ich kann hier nicht gegen Samuro lanen mit Muradin. Ich bin halt kein Laner. Sehr gut. Das ist besser. So, Mitte. Haben wir nämlich den Samuro, der da schon versucht, den Schrein zu bekommen. Komm schon weg, Brightwing, weg, 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 weg.
Diablo ist schon wieder tot. Oh, und der Dragon Knight in Bloodlust-Mode ist halt pervers, ne? Das ist halt pervers. Und wo ist unser Team? Tychus muss halt dringend herkommen. Wir brauchen halt Tychus. Das ist halt unser Damage-Dealer. Ja? Und der halt... Oh Gott. Gut, ich muss mal porten. Hat ja keinen Sinn. Ich weiß auch nicht, was unser Diablo und Samuro da oben macht, während unten der Dragon Knight alles einreißt. Also dadurch, dass der erste Dragon Knight natürlich Bloodlust hat, permanent, oh, jetzt haben wir alle Bloodlust, macht es natürlich unheimlich schwer, dem Drachen irgendwas entgegenzusetzen, ne? Weil ein Drache mit Bloodlust ist halt nicht mal so eben einfach aufgehalten. Gut, das sind beides definitiv die Falschen. Brauche ich mich nicht weiter drum kümmern. Gut, 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 gut. Aber es ist noch alles okay. Ist noch alles im Rahmen. Ja, wir sind Level 7 beide. Das geht noch alles. Kannst nicht face-checken einfach. Ja. Schade. Oh, haben wir doch noch bekommen. Nice. Ich nicht gedacht, dass wir den noch bekommen. Und gleich im Gegenzug schmeißt sich unser Teig ist weg. Na, dann porte ich mal nochmal ganz kurz. Diablo ist mal auch schon wieder gestorben gewesen. Ja, Diablo hat natürlich im Laning gegen Sonja auch keine Chance. Die Sonja macht halt echt krass. Oh, jetzt sind die schon Level 10. Oh lol, ey. Ja, wow, kriegt der genau in dem Augenblick die Bloodlust, ey. Übel, übel, übel. Was macht denn unser... Krieg ich nicht. Ich krieg ihn einfach nicht. Tja. Sieht im Augenblick leider so aus, als ob wir verloren hätten. Also. Wir sind inzwischen so weit hinten mit Level, ganze 3 Level, dass ich nicht weiß, wie wir das jetzt hier noch rumreißen sollen. Wenn die den nächsten Dragon Knight auch kriegen, ist halt definitiv Schluss. Ja, jetzt gehe ich auch drauf. Ja, ping mal den Dragon Knight. Ja, rennen wir jetzt hier richtig los. Gerade 2 Mann down gewesen. Lass mal den Dragon Knight capturen. 9 gegen 11. Er hat schon lustige Ideen, der Diablo. Hat schon lustige Ideen. Ah, die Valla haut halt so böse rein. Valla ist natürlich wirklich der perfekte Held hier für die Bloodlust. Valla, Reyna. Also alle diese Helden, die halt komplett auf Auto-Attacks gehen. Mann, ey.
Unser Diablo ist jetzt halt auch schon zum fünften Mal verreckt. Ist halt ein bisschen viel, ne? Ist halt ein bisschen viel. Ach nee, jetzt habe ich kurz gepennt. Na, dann ist das Game jetzt leider durch. Dann ist das Game jetzt höchstwahrscheinlich durch, weil dieser Dragon Knight auch ein Bloodlust, der zerhackt halt unsere Force wie nix. Ach man, Diablo, Alter, du raffst aber auch echt gar nichts, Junge. Und Diablo wieder rein und Toad. Boah, hat der einen Lack, dass er da nochmal wegkommt. Na gut. Es ist halt jetzt 14 zu 11, das Game ist halt durch, da kannst du halt nichts mehr machen. Die haben jetzt halt so einen Level-Vorsprung durch die zwei Dragon Knights. Hier unten verlieren wir jetzt, glaube ich, sogar unser Keep gleich. Dash wird kaum noch zu retten sein. Ah ja, we are starting to catch up. Was machen wir jetzt? Ey, dieser Samuro, ne? Das ist halt crazy shit, wie der immer wieder wegkommt. Nice. Ah, vielleicht geht da ja doch noch was, wenn die jetzt wegschmeißen. Wenn die jetzt tatsächlich wegschmeißen wollen. Aber wir verlieren gerade oben unser Keep. Ist aber nicht so schlimm, wenn wir jetzt den Dragon Knight kriegen. Nein. Wichtigste ist jetzt Dragon Knight. Er ist jetzt das A und O. Wenn wir den kriegen. Eventuell. Ah, oder okay, top. Dann halt die Brücke des Todes. Na, da hat ja unser Drache nicht so viel gemacht.
GG. Your foe has destroyed a key. Schade, da hatten wir echt nochmal eine Chance, glaube ich, mit dem Dragon Knight. That was rather entertaining. Double kill. The enemy is attacking your core. Killing spree. A good heal there. Alter, ist der schnell. Du kriegst ihn einfach nicht. Leute, helfen wir mal kurz, klar. Diablo Solo in Camp. Next Level Diablo. Ach man, ey. Ja, ja. Ist der richtige. Kein Mana mehr. Komm schon, komm schon, komm schon. Mann, kein Mana! Haben schon den Lungs jetzt den Drachen. Ich würde den am liebsten selbst nehmen. Tja, jetzt ist unser Teig ist leider gestorben. Es ist weniger gut. Verdammt, ey. Haben die auch noch den Schrein? Kein Mana mehr, nichts mehr. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es gelaufen. The enemy is attacking your core. Tja, wenn man einen Diablo hat, der halt 7-mal stirbt, dann ist es echt schwer. Der ist halt leider sehr, sehr oft reingerannt. Sehr, sehr oft reingerannt. Valla war halt ein Held, der ist hart zu kontern auf der Map mit Bloodlust, aber war eine spannende Partie. Ich dachte ein paar Mal schon, es wäre vorbei. Wir konnten uns dann tatsächlich noch ein bisschen wieder zurückkämpfen, aber am Ende hat es dann leider nicht gereicht in diesem Heroes Brawl.
An sich ein ganz normales Hero of the Storm Match, außer dass ihr darauf achten solltet, möglichst Auto-Attacker-Helden zu nehmen. Das kann natürlich in der einen oder anderen Situation dann über Sieg oder Niederlage entscheiden. Und der Dragon Knight ist brutal stark, weil er permanent auf Bloodlust ist. Das solltet ihr euch im Kopf behalten, wenn ihr darüber nachdenkt, wie ihr diese Map spielen wollt. Ansonsten probiert es einfach mal selbst aus. Es ist Heroes of the Storm mit ein bisschen mehr Action. So viel dazu. Ich wünsche euch viel Spaß, noch ein schönes Wochenende und ich lege mich wieder ins Bett, die Männergrippe auskurieren.